Wir haben vorhin ja euch schon ein paar Bilder gezeigt. User, die mitgemacht haben, schrägstrich Zuschauer, das ist bei Choice eigentlich fast das Gleiche, die den Hashtag gebraucht haben für ihre besten Ausgangsbilder, Choice SNA. Und wir verlosen ja 2x2 VIP-Tickets für die Afterparty. Also ihr könnt quasi Zoe Torinesi kennenlernen, weil du bist ja der Afterparty. Ja, am 3 Uhr morgens auf dem Dancefloor. Also der Dance-Move, auf den bin ich gespannt. Auf den bin ich gespannt, Zoe. Freust du dich? Ist das so, die Moderation vorbei, darfst du mal auch kurz hinterlernen und so? Das ist wirklich ein super Gefühl. Also ich moderiere ja mega gerne, ich freue mich super auf die Show. Aber wenn es vorbei ist und alles gut gegangen ist, dann bist du schon total erleichtert und hast dann auch Zeit, um deine Leute zu sehen und um ein bisschen zu tanzen. Und auf das freue ich mich schon. Ja. Okay. Und es ist eine super Afterparty, wir haben wirklich ganz coole Acts. Also alle Leute, die gerne elektronische Sound haben, sollen unbedingt kommen. Tube & Burger sind dort, Horsch, der Andrea Oliva und ganz, ganz viele andere noch. Voll gut, also so ein bisschen Crème de la Crème. Ja. Oder? Ah, und wir werden dort am Zoe-Move machen sein. Mein Hund heißt übrigens gleich wie du, darum sage ich... Ehrlich? Nicht. Ja, aber ich sage, nennst du dich Zoe oder Zoe? Eigentlich so Zoe. Zoe? Zoe. Ich sage immer Zoe, weil wegen meinem Dagi. Stört dich das nicht, oder? Das stört mich nicht. Meine beste Freundin hat Zoe sehr schön gefunden und hat dann ihre Katze, die aber ein Bub war, also eine männliche Katze, hat sie Zoel genannt. Zoel? Was ein kleiner komischer Name ist, aber es war eher für mich. Das ist sehr avantgardistisch. Ja. Wenn man sich das überlegt. Wow, und du bist die Inspiration dafür. Wir haben uns ein bisschen Inspiration holen, weil im Endeffekt musst du ja die Bilder beurteilen. Und Daisy können wir gerade auch noch ins Boot holen. Dann. Keine Angst, machen wir weiter, das kommt dann nachher. Schauen wir noch ein paar weitere Bilder an von unseren Zuschauern. Bitte schön, was haben wir denn da? Das sieht mir nach einem fröhlichen Abend aus, oder? Wo ist das echt? Was denkst du? Das sieht aus nach Studenten-WG-Party. Oder im Extra, so im Backstage, hat es doch auch so eine Band. Ja, könnte sein. Könnte alles im Backstage irgendjemand sein. Ich habe auch eine trendige Landbeiz. Sag ich, ist das. Könnte auch sein. Vielleicht sind wir völlig falsch, wir scrollen weiter runter. Was haben wir da? Der Aurelinio. Sieht nach Skiferien aus. So Holzhütte. Findest du? Ja, das ist nicht wirklich Holz. Es könnte noch ein bisschen mehr Power im Bild stecken. Mhm. Ich glaube, er hat da die Lyrics von dem Macklemore-Song noch angetan. Voll gut. Du machst natürlich auch gerade automatisch mit. Das ist sehr spooky. Dark Style Girl. Das finde ich super. Das könnte Halloween sein, oder? Mhm. Aber es sieht nicht auf den ersten Blick nach Ausgang aus, oder? Ja, Halloween Schrägstrich ist meistens auch Ausgang. Oder? Mittlerweile schon in der Schweiz. Ja. Feierst du Halloween? Wo bin ich das Jahr? Bin ich am Arbeiten an Halloween. Eine Kollegin von mir hat eine mega coole Party gemacht, wo alle sind verkleidet waren. Immer auf Party sein, das ist unglaublich. Ja, Halloween. Also bist du auch nicht daheim als Zweite verkleidet am das stimmt. TV schauen. Das stimmt. Und habe leider nicht gehen, aber ich finde es schon witzig, wenn alle verkleidet sind. Und du erkennst du vielleicht nicht sofort. Was ist eigentlich so deine Verkleidung? Du fragst mich jetzt gerade. Eher gruselig oder lustig oder sexy? Ja, allzu sexy nicht, weil dann oftmals nützen ja die Leute Halloween, um dann so eine richtig sexy rumlaufen. Und dann hat es ganz viel von denen. Also gruselig finde ich recht gut. So Glatzen machen und dann Totenkopf und so. Kann ich mir vorstellen, wie du bei Glatzen wirst aussehen? Kann ich mir das auch nicht vorstellen. Das sieht aber auch noch gut aus. Ja. I like it. I like it.